Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner Kochshow. Ich habe meine schönen Töpfe und das erste Video in diesem schönen YouTube Kitchen. Ich bin etwas hyped, wie man vielleicht merkt, und hungrig. Komm, mein heutiger Gast, Sarina. Ich dachte, ich bin nur die Küchenhilfe. Und jetzt kriege ich hier so einen wichtigen Platz, ich habe ihn gar nicht vorbereitet. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Unser erstes Video aus der YouTube-Küche. Deswegen bin ich so aufgeregt. Und das ist gleich ein ekliges Video, toll. Ich finde es überhaupt nicht eklig, ich freue mich. Wir werden heute Sachen frittieren, die nicht frittiert werden sollten. In den meisten Fällen. Vielleicht werden es neue Trends, Food-Trends für TikTok. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich heute stehen muss die ganze Zeit. Das bin ich nicht gewöhnt. Sarina ist so eine der faulsten Menschen, die ich kenne. Das stimmt, das ist einfach, wenn sie sitzen kann, dann sitzt sie. Und sie macht auch jede Tätigkeit im Sitzen. Wenn sie in der Küche was schneiden muss, macht sie das im Sitzen. Weil ich ganz viel Energie für mein Superbrain brauche. Sie hat einfach starke Sitzmuskeln. Hier sind die ekligen Zutaten. Da finden sich Dinge wie Zitrone, Gummibärchen, Zwiebel. Du weißt schon, dass Zwiebelringe lecker sind. In frittiert kann es gut sein. Ja, das Öl heizt vor. Ich habe einen Frittierteig vorbereitet. Ich habe meine Haare reingetaucht. Frittierte Haare direkt von meinem Kopf. Okay, jetzt wird es wirklich unappetitlich. Hey, kann ich mal ziehen? Wir brauchen noch ein Brett. Und jetzt müssen wir mal anwerfen. Ja. Es wärmt. Das ist meins. Kuchen! Ist das jetzt gut oder schlecht? Das werden wir gleich sehen. Das ist kein Kuchen. Du darfst es nicht unfrittiert essen. Ich muss mal probieren, ob es so gut ist. Mhm. Sehr lecker. Das sind diese Schundersbrötchen, kein Kuchen. Ja, ich dachte so. Jetzt ein Kuchen backen extra für dieses Video ist echt viel verlangt. Deswegen gibt es Fertigkuchen. Okay, ich brauche eine Gabel. Hier, zweite Lade. Nein, ich nehme eine Zange. Professionell. Und jetzt tunke ich das. Sie hat hier einen super Profi-Trick gemacht. Aber ich glaube, es geht nur bei echtem Holz und nicht bei so behandeltem Holz. Plastikholz? Mhm. Man muss eigentlich Holz reintippen und wenn es dann sprudelt, dann ist es heiß genug. Dann kocht es. Wir haben eine süße Zuschauerin in der ersten Reihe sitzen. Hallo. Du musst auch schon mal applaudieren, Suri. Oder irgendwie deine Meinung kundtun. Irgendwie uns ein Gefühl vermitteln. Aber keine Buhrufe, ja? Sonst gibt es nichts zu probieren für dich. Ja, doch, es wird warm. Haben wir eigentlich Teller? Wir haben nur diese Teller hier. Haben wir Bretter? Ich muss gleich noch Brokkoli schneiden. Wir haben noch gar nichts in unserer Küche. Das Einzige, was wir haben, ist eine Küchenwaage und Töpfe. Küchenwaage braucht man immer. Blaue Töpfe, nur irgendwie keine Teller. Oh, warte mal. Wir haben doch Teller. Das war das Erste, was ich hierher gebracht habe. Ich habe bei mir zu Hause einfach Teller aussortiert. Und die schenke ich, jetzt spende ich der YouTube-WG. Es ist sehr gemischt, aber es ist okay. Teller am Start. Dauert Frittieren immer so lang? Jetzt darfst du anfangen. Das sind schon so Blubbis. Perfekt, Frau Blubbi. Okay, ich habe hier mein Croissant, Kuchen, Schokomaus. Und es kommt jetzt hier in diesen Frittierteig. Einmal so tippen, kurz loslassen. Abtropfen lassen ein bisschen. Aber meinst du, es kann schon rein? Ja. Wie weißt du das? Ich sehe das, sehe das. Und jetzt einfach rein? Ja, vorsichtig rein und vorsichtig wieder die Zange lösen. Also ich gehe weit weg. In Deckung. Geht. Reinwerfen. Nicht werfen, reinlegen, vorsichtig. Du machst uns hier Explosion. Ah, ich habe Angst. Es hat noch nicht, es ist nicht heiß genug, wenn das nicht brot. Nicht so schlimm. Nein, so geht frittieren nicht, du hast null Plan davon. Boah, Vicky, ich muss das doch essen. Du hättest doch einfach durchschneiden sollen, nicht gleich das Ganze. Warum? Mein Testversuch. Oh, voll der Fail. Blubbert doch schon. Eigentlich, tsch, tsch, tsch. Macht das nicht zu Hause nach, wenn ihr keine Ahnung vom Frittieren habt, so wie wir. Frittieren ist krass gefährlich. Ich habe mal von einer gehört, die ein Bällchen... Das will ich gar nicht hören. Die hat ein Bällchen frittiert und dann ist das explodiert und dann ist Öl gespritzt. So krass, dass man ins Krankenhaus musste. Hiermit können wir es wenden. Das ist die Ölzange und das hier ist die Teigzange, ja? Sieht aus wie eine Schaumrolle. Ob das gleich was wird? Jetzt blubbert es so, wie es sein sollte. Kann ich auch schon meins ziehen? Nochmal wenden. Dreh dich. Und goldbraun oder wie? Ja, mein nächstes. Hier, wir können es eh dazu werfen. Können wir. Ich guck nicht, okay, nur ihr guckt. Und? Marshmallows. Ich dachte auf den ersten Blick Mozzarella, aber okay. Marshmallows. Das ist so ein bisschen wie gebackener Käse, aber süß. Da muss ich jetzt nachdenken. Marshmallows? Die haben wir natürlich schon hier in der YouTube-WG. Ich mache ein gelbes und ein rosanes. Rein damit. Das ist voll ungefährlich. Ja, zum Glück. Ich glaube, die Marshmallows brauchen nicht so lange. Irgendwie komme ich mit dem Geruch nicht so klar, wenn ich dabei an Marshmallows denken muss. Kann ich meins schon rausholen? Ja, von unten ist es schon ganz braun. Ja, das sieht gut aus. Ich würde es so lassen. Aber die andere Seite? Ach. Oh nein, meins geht auf. Siehst du das? Nicht so viele Wellen machen. Nimm einfach deins raus. Aber die Seite ist noch nicht...
Egal. Hier drauf. Ich glaube, wir sollten deine rausholen. Das sieht nicht mehr... Okay. Wow, guck mal, was die machen. Ja, die heben sich ab. Und okay. Die sind jetzt Zwillinge. Nee, doch nicht. Leg sie auf den Teller. Boah, eklig, hä? Also bei mir ist noch ganz viel Öl dran. Ich habe ein bisschen Angst davor, meine zu probieren. Erinnert so ein bisschen an die Frühlingsrolle. Flüssiger Schokokern und so. Mahlzeit. Ding, ding, ding. Boah, bei dir tropft das Öl. Kein Ding. Na komm. Dein Ernst? Ja klar. Das ist wie so ein Dessert. Wenn man's komisch. Machst du probieren? Auf gar keinen Fall. Was? Das sieht ganz schön krass aus. Das sieht aus wie eine Schokotasche von McDonald's. Schmeckt? Geht so. Mein schmeckt. Okay. Ich bin bereit. Also ich habe alle Marshmallows aufgegessen. Habt ihr unser neues Comic schon in der Buchhandlung entdeckt? Es heißt Abenteuer vom Rosenhof im Zauberwald. Ich wollte euch nur mal erinnern, es gibt mittlerweile schon 2 Comics aus unserer Reihe und viele, viele, viele von euch lieben sie schon sehr. Freuen uns wie immer über euer Feedback und wenn ihr Fotos davon postet. Und? Zitrone. Also ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gehen soll. Das war Sarinas Idee, dass wir Zitrone auf die Zettel schreiben sollen. Aber wir müssen die mal schälen. Wir müssen sie in so Spalten schneiden, wie so Äpfelchen. Brett haben wir wirklich keins, deswegen nehme ich einfach mal den Teller. Das Weiße tun wir noch weg, damit es schön... Oh nein, ich rieche schon, wie sauer das schmeckt. Hör mit meiner Zitrone. Hier. Das ist aber ein kleines Stück. Ja, irgendwie ist da so viel Schale dran. Das ist viel Teig für wenig Zitrone. Perfekt, rein damit. Wow, so habe ich mir das vorgestellt. Pass auf, ich spritze schon. Kommt jetzt die Stichflamme? Warten Sie auf die? Ich weiß nicht. Man darf Öl niemals mit Wasser löschen. Merkt ihr das? Ja, okay. Löscher. Oder Wolldecke. Das ist ja richtig laut. Die Zitronensäure. Meinst du, das ist gefährlich, was wir hier tun? Ich glaube, die hat das Öl kaputt gemacht. Ja, irgendwie kam mir das Öl sauer vor. Aber es ist noch sehr heiß. Möchtest du mal deins vorher ziehen? Ja. Es ist Gummibärchen! Ich mache gleich wieder 2. Aber wenn ihr sehen wollt, wie wir die Gummibärchen frittieren, dann guckt mal auf unserem 2. Kanal vorbei. Victoria Serena Short. Die Gummibärchen passen sehr gut zu deiner Zitrone, weil es sind Zitronengummibärchen. Meine Zitrone ist abgekühlt. Ich tue es jetzt. Ich esse sie. Krass mutig. Einfach die ganze. Boah, da sind ja noch Kerne drin. Ist es sauer? Mhm. Oh, es raucht schon. Vielleicht sollten wir mal lüften. Nicht, dass der Rauchmelder gleich abgeht. Oh, das stinkt schon richtig. Ich glaube, wir sollten mal das Fenster aufmachen. Ich bin wieder dran. Nein. 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 Jeder das, was er verdient hat. Aber wieso habe ich denn das verdient? Zwiebelchen? Das Schneiden ist schon eine Strafe. Mal gucken, was wir hier noch alles drin haben. Das ist alles, was du zu sagen hast? Aber ich muss jetzt nicht so eine ganze Scheibe da reinwerfen, oder? Nein, das sind ja Ringe. Du musst nur so einen Ring. Oh. Ich habe noch nie in meinem Leben Zwiebelringe zubereitet. Wie geht das denn? Das ist so ein Doppelter. Den würde ich dir empfehlen. Was machst du mit den Zwiebeln? Das ist ein Ring. Ja, ich will auch einen. Den wirst du nie wiederfinden. Guck, ich habe beide auf einmal. Und rein damit. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, die werden richtig gut. Die werden top, das sehe ich. Möchtest du schon ziehen? Schokoriegel, 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 Schokoriegel. Mozzarella! Den wollte ich haben. Der passt richtig gut zu Zwiebelringen. Danke für nicht. Ich musste Sarina die ganze letzte Woche abhalten, diesen Mozzarella aus meinem Kühlschrank zu essen, weil sie liebt Mozzarella über alles. Ich habe gesagt, nein, wir brauchen ihn fürs Video. Boah, das ist wie Bleigießen, guckt mal. Ja, es ist fertig. Oh, auf die bin ich richtig stolz. On fleek. Heiß, 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 heiß. Du musst den großen. Aber gibt es hier auch sowas wie Besteck eigentlich? Sieht professionell aus. Ich esse den kleinen. Okay, ich tue es. Sind die Zwiebeln noch roh, ne? Ja! Vielleicht hätte es doch ein bisschen länger drin sein müssen. Boah, das ist ja voll widerlich. Musst du jetzt aber noch essen. Nein, niemals. Aber ist kein Problem, für mich gibt es jetzt Mozzarella. Du brauchst dich ja gar nicht an den Mozzarella ranschleichen. Leute, schützt euren Mozzarella vor Sarina. Kann ich ihn reinwerfen? Nein, du... Oh, ich würde auch so gerne einen essen. Klappe da drüben. Kann ich so einen haben? Vergiss es, du hast... Reden ganz blöden Zwiebelgeschmack. Unmöglich bist du wirklich. Hört sich schlecht an. Ich sehe nur noch einen. Ich glaube, einer ist schon... Oh, krass! Oh mein Gott! Wo ist denn der dritte? Der braucht noch. Wo ist er denn? Der ist glaube ich weg. Das ist ein kleines Meisterwerk. Ich fühle mich, als wäre ich so mit einem 3-jährigen Kind in der Küche. Ich würde so viel dafür geben, dass ich einen essen darf. Darf ich? 50 Euro? Nimmst du auch Karte? Ich probiere mal den ersten und dann gebe ich dir Bescheid, wie es schmeckt. Ich probiere den. Wow.
Heiß, heiß. Ding, ding, ding. Ding. Eine ganz neue Welt tut sich für Serena auf. Sie kann ihren Mozzarella jetzt auch frittiert genießen. Aber kann sein, dass man so ein bisschen Marshmallow und Kuchen und so schmeckt? Alles ist möglich. Ist zu empfehlen. Deswegen existieren ja auch bereits Mozzarella-Sticks. Ah ja, wir essen gerade Mozzarella-Kugeln. Mhm. Jeder bekommt noch eines. Ich nehme blau. Schokoriegel! Brokkoli. Schokoriegel! Brokkoli. Ich bin jetzt mal erster, mir reicht's. Ich mache natürlich den ganzen. Zu einem Baum? Ja. Ich wasche den aber, oder? Der ist bio. Es ist drin. Okay, meins kommt auch gleich. Ich glaube, ein bisschen Schokolade ist da ausgetreten. Ich fühle mich wie im OP, wie bei Grey's Anatomy. Wieso das denn? Wir müssen den Schokoriegel jetzt retten. Er darf auf keinen Fall auslaufen, sonst verlieren wir ihn. Achtung, hier kommt er. Mein kleiner Baum. Nicht werfen. Er darf nicht zu nah zu deinem kommen, sonst nimmt der Geschmack an. Schokolade mit Brokkoli-Geschmack. Gerade wird das Öl richtig braun. 5, 4, 3, 2, 1, Null. Der ist richtig prall. Den Brokkoli wenden wir. Sieht auch nicht schlecht aus. Das hat die Menschheitsgeschichte noch nicht gesehen. Oh, der ist so angeschmolzen. Es ist übrigens ein Snickers. Yummy. Genieß mal schön dein Brokkoli. Ich habe nichts gegen Brokkoli, aber jetzt ist frittierter Schokoriegel. Boah, das stinkt. Brokkoli stinkt immer, wenn man ihn kocht. Ja, da stinkt das ganze Haus dann. Ding, ding, ding. Boah. Oh, das Karamell. Giftgrün. Hey, ich finde das aber lecker. Halt. Leute, Marshmallow und Schokoriegel sind mein Sieger. Ich mag den Brokkoli. Und die Zitrone, ne? Wir essen jetzt noch unsere Reste auf und Serena putzt die Küche. Bye! Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da und nicht vergessen, bei Victoria Serena Shorts vorbeigucken für die Gummibärchen. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!